In der 12. Minute gab es zunächst einen Eckballschuss und Tor! Der Royal Cap Koch erzielte den ersten Treffer für den UFC Croatia Salzburg. Und dieses 1:0 war auch der verdiente Zwischenstand dieser Begegnung. Dann wieder eine Chance für die Gäste. Legt sich den Ball sehr weit vorne, wird hier aus meiner Sicht unzureichend attackiert. Und Glück für die Gastgeber, dass der Ball in dieser Situation am Tor von Nihat Mujicic vorbeiging. Dafür erzielten die Gastgeber das 2:0. Pass zur Mitte. Jetzt Schuss und Tor! Iman Maka war erfolgreich und bezwang Furkan Gönes, den Torhüter des SC Gollum 1B. Dann kurz vor der Pause ein Elfmeter für die Gäste. Ein Spieler des UFC Croatia Salzburg hatte den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand berührt und wir sehen es auf diesen Bildern. Logischerweise Elfer. Schießt abgewehrt. Herrlich pariert vom Torhüter Nihat Mujicic. Und auf jeden Fall ging auch der Nachschuss am Tor vorbei. Spielstand nach 45 Minuten 2:0. Dann noch ein Pass. Schuss und Tor. Dieses Mal war Bruno Kovac erfolgreich und erhöhte Wiederbeginn auf 3:0. Bruno Kovac sollte sich an diesem Abend noch ein weiteres Mal in die Torschützenliste eintragen. Schuss und da! 4:0, herrlich gemacht. Und dieses 4:0 war auch der verdiente Endstand dieser Begegnung. Auf jeden Fall durchaus absolut sehenswert.